Ich denke, es kommt über harte Arbeit und wenn du viele Matches hast gegen Top-Spieler, dass du dann auch dir ein gewisses Level erarbeitest und jeden Tag wieder konstante Leistung bringt. Und das war bei mir halt immer das Problem, dass ich eine Woche gut gespielt habe, eine Woche weniger gut und immer mal die Matches halt gut oder schlecht liefen, egal ob gewonnen oder verloren, aber einfach das Level dann zwischendurch sehr schwankend war. Und da bin ich jetzt eigentlich relativ zufrieden, so in den letzten 2, 3 Wochen, wie ich spiele und ja. Ja gut, also ich sag mal, früher hatte ich immer bei den Grand Slams relativ schlechte Auslosungen gegen Top-Spieler, aber im Endeffekt kann ich sagen, es hat mir dann schon geholfen, jetzt am Ende zu sagen, ich habe viele dieser Top-Spieler schon gespielt und weiß, wie es ist, gegen sie zu spielen, auch wenn ich, sage ich mal, früher mich ein bisschen angeschissen habe, auf Deutsch gesagt. Aber jetzt ist es halt anders. Ich habe sie geschlagen als erste Top-Ten-Spielerin in Tokio letztes Jahr und das war für mich sehr wichtig, auch zu sehen, dass ich so eine Top-Spielerin schlagen kann. Und von daher weiß man, wenn man gegen sie halt nachlässt und zittert und Angst hat, da gewinnt man das Match nicht. Von daher muss man immer sein Spiel spielen und auch risikoreich sein. Ich denke, es waren 2, 3 Punkte, die ich ein bisschen risikoreicher gespielt habe und das glücklichere Ende für mich hatte. Es war schon ein enger dritter Satz. Sie hatte ganz oft 30-0 bei meinem Aufschlag. Ich bin irgendwie rausgekommen. Und dann das letzte Spiel bei 6-5 habe ich 2, 3 gute Punkte gespielt, die, sage ich auch, vielleicht mal da hätten daneben sein können. Aber im Endeffekt habe ich das Risiko angenommen und habe dann, wurde am Ende dann auch belohnt. Ich glaube, da wir nur ein Turnier auch in Deutschland haben und nicht so oft die Chance haben, vor so einer Kulisse zu spielen, dann in der Arena hier, die sowieso super ist, finde ich, macht es das alles noch ein bisschen schöner und auch einfacher als Spieler, wenn man weiß, man hat ziemlich viele Leute hinter einem, die einen unterstützen, die immer da sind. Von daher, das macht einfach Spaß und auch Hoffnung auf mehr, weil vielleicht gibt es irgendwann mal noch 2, 3 mehr Turniere in Deutschland. Wir würden uns freuen als deutsche Spielerin und es gibt nichts Besseres, als hier zu spielen. Definitiv was Besonderes und aber ich weiß auch genau, dass die anderen Mädels hätten auch morgen im Finale sein können. Also wir sind alle, sag ich mal, ein Team, die geschlossen auch gut spielen und wir haben das Potenzial, ziemlich weit nach oben zu kommen und auch gemeinsam nach oben zu kommen. Dafür haben wir schon Andreas Erfolge gehabt, auch Sabines Erfolge und für mich ist es halt diese Woche gut gelaufen, sage ich mal. Und es ist eigentlich auch schön zu sehen, dass das Tennis in Deutschland wieder ein bisschen populärer wird, dass die Leute sich dafür interessieren und dass wir auch gute Leistungen bringen. Da ich letztes Jahr schon gegen sie gespielt habe in Kopenhagen und 6-7 im dritten verloren habe, ist es für mich nochmal was Besonderes, auch wenn sie gewinnen würde, nochmal sie zu spielen und dann vor heimischem Publikum. Damals hat sie vor ihrem Publikum gespielt und morgen wäre es dann vor meinem Publikum. Also es wäre schon was Besonderes und ich freue mich auf jeden Fall drauf, egal wer dann am Ende da drüben steht.